ein Jahr große Koalition. Wie ist Ihre Bilanz? Ja, das hat schon sehr problematisch angefangen. Die haben ein halbes Jahr gebraucht, um überhaupt eine Regierung auf die Beine zu stellen, haben sie verhandelt. Jetzt ist es praktisch schon wieder zu Ende. In beiden Koalitionsfraktionen gibt es große Stimmen, die Sache zu beenden, vor allen Dingen in der SPD. Frau Merkel führt nicht mehr wirklich. Sie ist, wie man in den USA sagt, eine lame duck. Und die großen Probleme des Landes sind überhaupt nicht angegangen. Wir haben immer noch offene Grenzen. Jeden Monat kommt praktisch eine Kleinstadt aus Orient und Afrika, größtenteils ohne Pässe. In der EU sind die Probleme nicht gelöst. Risiken, Euro-Problematik, innere Sicherheit, die Probleme sind nicht gelöst. Gucken Sie nur die Clan-Problematik in unseren Städten. Wenn Sie eine positive Sache nennen müssten, würde Ihnen da ein Verdienst der GroKo einfallen? Ein Verdienst wäre, wenn Sie jetzt irgendwann Schluss machen würden und einer vernünftigen Regierung erlauben, aufzutreten, die die Probleme wirklich löst. Wenn es so weitergeht, wir brauchen Neuwahlen. Ihrer Meinung nach sind die gravierendsten Defizite? Gravierendsten Defizite sind offene Grenzen, wie es kaum ein Land in der Welt hat. Jeden Monat kommt eine Kleinstadt aus Orient und Afrika praktisch ohne Pass zu uns hin. In der EU sind die Probleme nicht gelöst. Der Euro zwingt riesige Bereiche im Südeuropa in die Arbeitslosigkeit, gerade was die Jugendarbeitslosigkeit angeht. Es gibt Haftungssummen, die Billionenhöhe erreichen, Tage-2-Salden, alles Probleme, die überhaupt nicht angegangen sind. Die Kriminalität in unseren Städten, allein die Clans in den Großstädten boomt, alles nicht gelöst. Bis auf das sich die GroKo auflösen soll, was erwarten Sie sonst von ihr die nächsten Jahre noch? Von der GroKo erwarte ich gar nichts mehr, von Frau Merkel erwarte ich auch nichts mehr. Sie hat abgewirtschaftet in der Regierung, auch in der eigenen Partei. Jetzt kommt Kramp-Karrenbauer und man sieht ja schon die Signale, die sie setzt, geht völlig in unsere Richtung. Jetzt gegen Macron, wie sie sich positioniert hat, auch sonst bei der Einwanderung gibt sie Signale, dass sie der AfD folgt. Die AfD wirkt, auch obwohl wir noch gar nicht in der Regierung sind. Wir setzen die Themen. Warum ist die GroKo Ihrer Meinung nach so festgefahren, auch dass sich da nichts bewegt in irgendeine Richtung? Weil es von vornherein auf nicht gelingen angelegt war, die sind so weit auseinander. SPD sackt ab und hat keine Möglichkeit mehr, sich irgendwie auf eigene Beine zu stellen und kommt mit abstrusen Forderungen, die die CDU nicht erfüllen kann und umgekehrt genauso. Jetzt Kanal abonnieren und nicht vergessen, Benachrichtigungen aktivieren.